Also was man hier sieht, ist ein Skriptorium, also ein Schreibpult. Ein Skriptorium ist an sich das genannt worden, wo der Schreiber im Kloster drin geschrieben hat. Aber auch, es hat solche Schreibpulte auch in Universitäten und so weiter gegeben. Und was man da jetzt sieht, zum Beispiel ist eine Handschrift, die ich geschrieben habe, also eine Urkunde aus dem ausgehenden 12. Jahrhundert von Friedrich Barbarossa. Die ist geschrieben auch mit dem Gänsekiel. Also der Gänsekiel, mit dem hat man so geschrieben, den hat man normalerweise gekürzt oder leicht so. So hat man eigentlich nie geschrieben, weil das eigentlich nicht... Also auf den Abbildungen sieht man es nie, weil es eigentlich so einfach sehr, sehr doof ist zum Schreiben. Darum schneidet man die ab. Also da sieht man die Schrift, das ist die sogenannte diplomatische Minuskel. Das ist eine Abwandlung von der karolingischen Minuskel. Sie hat die typischen Formen, die karolingische Minuskel hat. Die ist sehr gut lesbar, hat sehr offene Buchstabenformen, aber die diplomatische ist typisch noch für das oben, unten, für die starken Ober- und Unterlängen. Vor allem für eine Kaiserurkunde, wie das jetzt ist, sehr typisch. Da sieht man übrigens, wo die geschrieben ist, nämlich da unten im Castrum Lenzeburg. Das heisst, das ist eigentlich der Beleg, dass der Kaiser Friedrich Barbarossa auch auf der Lenzburg selber war. Das ist jetzt zum Beispiel das Beispiel von dieser Urkunde. Und sonst natürlich in das Skriptorium sind dann Handschriften geschrieben worden, wie jetzt das. Das ist eine Kopie vom Passauer Evangelistar. Das ist eine Prachthandschrift aus dem ausgehenden 12. Jahrhundert, die in Passau geschrieben worden ist. Wo man sieht, dass der jetzt sehr stark mit Gold geschaffen worden ist. Die ist eingebunden in Brokatstoff, also wahnsinnig teure Sache. Hat sehr, sehr viel Farbe gebraucht, man musste mit Gold arbeiten. Das war auch damals sehr ein sehr teures Buch gewesen. Heutzutage sind die immer noch teuer. Das ist jetzt ein Faksimile, wo wir halt dabei haben, um den Leuten zu zeigen, um das mal anlangen, weil das kann man in einem Museum oder so, kann man so etwas unmöglich anschauen. Für das haben wir auch verschiedene Ausschnitte von Handschriften mitgenommen, wo wir einerseits nochmal vom Passauer Evangelistar ein paar Lagen, das hat Lagen geheissen, also man hat eigentlich den Teil geschrieben und dann reingehängt ins Buch. Wir haben aber auch noch spätmittelalterliche Beispiele. Das ist zum Beispiel vom Petersborough-Psalter eine Doppelseite, die mit Gold und mit Lapis Lazuli geschrieben worden ist. Also sozusagen das Nonplusultra vom teuren Buch. Oder da auch, wo mit Purpur und mit Gold geschrieben worden ist. Und das sind aber natürlich so die alleredelsten Versionen, die alleredelsten Möglichkeiten gewesen, überhaupt eine Handschrift herzustellen. Wobei der üblicherweise eigentlich auf Pergament geschrieben worden ist, auf solchen. Und die normalen Pergamenturkunden sind auch nicht viel grösser gewesen wie das. Also es war eine relativ kleine Angelegenheit gewesen. Vorgeschrieben hat man auf Wachstäfeln. Das sind Wachstafeln. Jetzt in verschiedenen Grössen gegeben. In den Klöstern waren die meistens sehr, sehr gross gewesen. Und da hat man dann mit so einem Griffel hat man eigentlich drauf geschrieben und hat nachher die Notizen können überbringen aufs Pergament. Das Pergament war schon damals sehr teuer gewesen. Also der Begriff, es passt auf keine Kuhhaut, kann man sich gut vorstellen, wenn man sagt, dass das da jetzt eine ganze Ziege ist. Da. Das ist eine komplette Ziegenhaut jetzt. Als Pergament. Da geht nicht wahnsinnig viel drauf von so einer Prachthandschrift. Und zum Schreiben brauche ich dann auch noch ein Federmesser. Das ist zum Beispiel eine Kopie, eine Nachbildung von einem Federmesser aus dem ausgehenden 12. Jahrhundert, das man eigentlich gebraucht hat, um beim Schreiben das Pergament runterzudrücken. Also man musste eigentlich immer das Pergament ein bisschen unten behalten auf dem Schreibpult, damit es nicht springt beim Schreiben. Das ist so ein bisschen vorgeschrieben hat man mit einem Bleistift zum Beispiel oder vorzeichnet, das ist ein Stift aus Blei, also ein massiver Bleistift, nicht wie heute, wo es aus Graphit ist, zum Teil.